Es kommen einige Änderungen in SOD, wichtige Änderungen, vor allem was das Black Rock Event betrifft, aber auch wichtige Klassenanpassungen. Welche das sind, schauen wir uns jetzt gleich kurz an. Natürlich fangen wir erstmal an mit der wichtigsten Änderung, und zwar gibt es jetzt einen Buff im Black Rock Event. Und zwar, wenn ihr verreckt, bekommt ihr auch diesen Buff, wo ihr nicht sichtbar seid, also wie im STV Event. Wenn ihr drauf geht, habt ihr 20 Sekunden, seid ihr ja nicht sichtbar, und das gibt es jetzt auch im Black Rock. Das heißt, ihr seid 20 Sekunden schon mal safe und könnt weiter zur Instanz laufen, und ihr werdet nicht die ganze Zeit abgeschlachtet von denselben Leuten. Und diesen Buff bekommt ihr auch, wenn ihr die Instanz verlässt, also diesen 20 Sekunden Unsichtbarkeitsbuff. Also das heißt, die ganzen Leute, die davor euch ganken, die können sich einen neuen Job suchen. Das finde ich sehr geil, weil es war hart nervig. Also vielen Dank, lieber WoW-Gott, dass du diese Änderung gebracht hast für uns WoW-Spieler, weil ich wäre, glaube ich, sonst durchgedreht. Aber bleiben wir gleich bei den nervigen Sachen im Blackrock, und zwar die Jäger mit ihren Fallen, wo ihr 80 Stunden drin festgenagelt wart. Das wird jetzt auch zum Glück genervt. Ihr kennt das alle, diese Falle, die euch einwurzelt, und ihr kommt da Ewigkeiten nicht raus. Meistens war noch ein Schami bei den anderen dabei, der hat den ganzen Raid einfach weggeballert. Und jetzt kam der Nerf für Jäger. Sie können mit der Fallenschleuder keine Frostfallen mehr werfen. Und ja, das soll es ein bisschen einfacher machen. Mal schauen, ob das was bringt. Aber es ist schon mal auf jeden Fall der richtige Schritt. Und die Waffe Flammenzorn, eine Stangenwaffe, welches viele Tank-Druiden benutzt haben oder generell Druiden, und das umhüllt den Zaubernden 15 Sekunden lang mit einem Feuerschild, und ihr seht, wie viel Schaden es macht. Also es macht massiv Damage, und das Ding wurde jetzt redesigned mit einer geringeren Spell-Power-Ratio, um einfach diesen krassen Damage-Output zu reduzieren. Beim Magier gab es auch einige Anpassungen, die wollen wir uns kurz anschauen. Und zwar die erste Änderung ist, alle Ränge von Mana-Schild werden nicht länger gestapelt, wenn fortgeschrittener Schutzzauber aktiv ist. Alle Ränge des Mana-Schilds von fortgeschrittener Schutzzauber werden aufgehoben, wenn die Rune abgelegt wird oder wenn jemand Schaden absorbiert und der Caster die Rune nicht mehr angelegt hat. Alle Ränge des Mana-Schilds werden entfernt, wenn die fortgeschrittene Schutzzauber-Rune angelegt wird. Beim Schaman gab es eine kleine Anpassung, eher eine Lebensqualitätsmaßnahme, und zwar die Rune Burn. Die wird abgeändert. Das Brennen hält jetzt auch nach dem Tod an und erfordert nicht den erneuten Einsatz von Waffe der Flammenzunge. Beim Hexenmeister wurden die Spawnraten von diesen Fellrifts erhöht, und die Chance, diese Legend Portal Tuner und das Werkzeug dazu zu bekommen, wurde auch erhöht. Und die Rune Dezimierung wird jetzt garantiert von einem überladenen Portal bereitgestellt. Und ich glaube, jeder Hexenmeister wird sich über diese Änderungen freuen. Und noch eine letzte Änderung, die ich finde wirklich geil ist, und zwar, ihr wisst ja, für das T05er Set braucht man erst das T0 Set. Und es gibt gewisse Set-Items, die droppen überhaupt nicht oder haben eine zu geringe Droprate. Das heißt, ihr müsst 100 Mal denselben Dungeon laufen. Und Blizzard hat zum Glück jetzt eine Änderung gebracht. Ihr könnt euch die Set-Items, also die 05er, nicht 05er, die 0er-Items, bei dem Händler in Booty Bay holen für diese Münzen, also für die neue Währung, die ihr pro Dungeon erhält, pro Boss. Kopf, Brust und Beine werden 50 Münzen kosten. Schultern, Gürtel, Hände und Füße 25 Münzen. Und Armschienen 15 Münzen. Das soll es auch schon mit dem Video gewesen sein. Es werden weitere Anpassungen kommen die nächsten Wochen, deshalb, um nichts zu verpassen, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Nächste Woche gehen die Raids los, heute Abend World Bosse. Da wird sich zeigen, wer wirklich Top DPS ist. Viele sagen, dass Rogues und Warriors abgeschlagen sind. Ja, das stimmt, im AOE auf jeden Fall. Es gibt Klassen, die viel AOE Damage machen, aber ich denke, wenn wir den Single Target Schaden sehen, dann werden Rogues auf jeden Fall mit oben dabei sein. Range stand da schon auch verdammt gut aus, und generell viele Klassen schauen gar nicht mal so schlecht aus. Es hat sich viel geändert im Gegensatz zu Phase 3. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche mit MC ausschaut. Ich werde auf jeden Fall alles berichten. Habt noch einen schönen Tag und bis morgen.